Breaking News. Ich bin schockiert, traurig und erschrocken, das sagte Karl-Heinz Grasser gestern. 8 Jahre Haft, heißt es auch bei uns bei der Tageszeitung Österreich. Und ich darf ganz herzlich begrüßen den Anwalt Manfred Eineder. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wie geht's Ihnen jetzt? Man hat vielleicht nicht gut schlafen können, oder, nach diesem Urteil? Ja, ich meine, als Anwalt stellst du dir immer die Frage, was habe ich falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Hätten wir was anders machen können? Und ich bin da durchaus selbstkritisch. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt nichts ein. Wir haben alles versucht, was es zu versuchen gibt, anwaltlich. Wir haben Anträge gestellt, wir haben die Zeugen entsprechend befragt, um nicht zu sagen, in die Mangel genommen. Nur es hat sich im Nachhinein herausgestellt, war alles sinnlos, genauso wie das 3 Jahre lange Verfahren. Denn das Urteil stand offensichtlich von Anfang an fest. Das schließe ich auch ein bisschen daraus, dass die Staatsanwälte sich nicht wirklich am Verfahren beteiligt haben, kaum Fragen gestellt haben, der Beisitzer keine einzige Frage gestellt hat, die Schöffen keine einzige Frage gestellt haben. Und die Richterin hat es ja im Urteil auch gesagt bei der Verkündung, dass eigentlich die Beweislage von Anfang an so war, dass dieses Urteil herauskommen musste. Da fragt man sich dann, wozu haben wir uns 150 Zeugen angehört und 3 Jahre lang verhandelt. Also so gesehen waren wir von Anfang an chancenlos und haben diese erste Etappe, und mehr ist es ja nicht, verloren. Und jetzt geht es darum, das Urteil zu korrigieren, indem wir den obersten Gerichtshof und den Verfassungsgerichtshof anrufen werden, wegen der ohne die Satzung bekannten Umstände dieses Verfahrens. Wie geht es jetzt weiter und wie kann man das generell vielleicht beschreiben jetzt für Also die Richterin muss jetzt das Urteil ausfertigen, das heißt zu Papier bringen. Das, was gestern von ihr in der mündlichen, schwer akustisch schwer verständlichen und inhaltlich noch schwerer verständlichen mündlichen Verkündung gesagt wurde, ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist das, was zu Papier gebracht wird. Dort muss sie sich mit allen Beweisergebnissen umgehend und umfassend auseinandersetzen. Dann haben wir eine Rechtsmittelfrist, die normalerweise 4 Wochen beträgt, aber eine Verlängerungsmöglichkeit vom Gesetz vorgesehen ist. Die werden wir natürlich in Anspruch nehmen, denn bei zehntausenden Seiten allein von den Protokollen her ist es unmöglich, dass man in 4 Wochen ein vernünftiges Rechtsmittel macht. Wir hoffen, dass wir so 4 bis 6 Monate Verlängerung bekommen werden. Das wird im Regelfall auch gewährt von den Gerichten, ist ja auch kein Problem. Na, und dann geht es zum obersten Gerichtshof mit der Zwischenstation Generalprokuratur. Die geben dann auch noch eine Meinung ab dazu, zu dem Rechtsmittel. Und dann entscheidet am Ende des Tages der oberste Gerichtshof. Der kann allumfassend entscheiden, also sowohl über Schuld als auch Strafe. Passiert im Regelfall allerdings nicht, sondern die Strafe wird dann meistens ans Oberlandesgericht Wien, also die Strafberufung, abgetreten. Also der oberste Gerichtshof schaut, ob alles in Ordnung war, das Verfahren in Ordnung war. Nicht die Beweiswürdigung, die ist schwer bekämpfbar, aber nicht unbekämpfbar, und ob es rechtlich richtig beurteilt wurde. Also das alles wird. Wie lange wird das dauern, das ganze Prozedere? Kann durchaus 2, 3 Jahre noch dauern. Ja. Mhm. Was sagen Sie zu den anderen, zum Beispiel Maischberger 7 Jahre Haft, Peter Hurecker 6 Jahre Haft? Peter Hurecker, muss man sagen, Zusatzstrafe. Also der hat in Summe, der hat er schon 2 Jahre bekommen, 8 Jahre bekommen. Ja, damit hat sich gezeigt, dass sich sein, wie wir sagen, erfundenes Geständnis, Teilgeständnis nicht wirklich ausgezahlt hat. Das ist die einzige kleine Genugtuung, die man als Verteidiger Grassers hat. Und die Strafen sind durchwegs hoch. Das hat die Richterin auch begründet, hat gesagt, ja, man muss hier generalpräventiv wirken und den Politikern zeigen, so geht's nicht. Ja, ändert aber nichts daran, dass das Urteil, was unsere Mandanten anlangt, auf jeden Fall falsch ist und mit der Realität nichts zu tun hat. Das heißt, die justizförmig verhandelte Wahrheit, wie das so schön heißt, in einem, am Ende eines Strafverfahrens, hat mit der Realität, wie es wirklich war, nichts zu tun. Denn die Richterin hat es ja so dargestellt, als wäre unser Mandant das Mastermind gewesen, hätte es von vornherein darauf angelegt gehabt, hätte da die Fäden gesponnen und das dann alles entsprechend gestioniert. Das kann nicht sein. Das war ja eigentlich auch nicht der Vorwurf in der Anklage in der Form. Und das wird sich hoffentlich am Ende des Tages auch so herausstellen. Aber er hatte doch die größte Verantwortung auch damals, ne? Natürlich, er war Finanzminister. Und wenn es so wäre, wie die Richterin hier unterstellt, falsch unterstellt, dass er das alles initiiert hat, ja, dann muss man sich zunächst einmal die Frage stellen, ist es wirklich denkbar, dass ein Finanzminister, der mit einer Kristallerbin damals schon liiert war, seine Existenz aufs Spiel stellt, dass er sich abhängig macht von all den anderen Mitspielern sozusagen,
von einem Maischberger, von einem Hochecker, von einem vielleicht auch Petrikovic, von einem Herrn Wicki, das war der Schweizer Banker und so weiter und so fort. Und sein Leben lang damit leben muss, mit der Sorge, dass da irgendwas aufkommen könnte. Das allein ist ja schon lebensfremd. Mhm. Warum sollte ein Mensch wie Grasser ein derartiges Konstrukt wählen? Das Einfachste auf der Welt, wenn ich Schmiergeld nehme, dann lasse ich mir einen Koffer geben, da ist das Geld drinnen. Das kann nie nachvollzogen werden, Bargeld. Und die Geschichte hat sich, da brauche ich ja nicht das Geld um die halbe Welt schicken. Überhaupt keine Zugriffsmöglichkeit darauf haben, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Was wäre denn gewesen, wenn Maischberger was passiert wäre? Hätte Grasser dann in der Verlassenschaft noch Maischberger anmelden sollen, bitte, ich kriege noch 2,5 Millionen Schmiergeld. Also allein das ist ja schon absurd. Mhm. Er hätte nie eine Möglichkeit gehabt, auf dieses Geld zuzugreifen. Er hat ja auch nie zugegriffen und es war ihm das Konto, da dieses berühmte 408.15 zuzurechnen, ist wirklich, kann man nur sagen, abenteuerlich. Mhm. Es gehört Ihnen mein Konto, Sie haben zwar keine Möglichkeit, jemals darauf zuzugreifen, aber es gehört halt Ihnen. Ja, also das behaupten wir halt und sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Also diese justizförmig verhandelte Wahrheit, ich sage es noch einmal, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun und das wird sich hoffentlich am Ende des Tages, sprich, wenn wir beim obersten Gerichtshof gelandet sind und dort hoffentlich Recht bekommen, auch herausstellen. Aber was glauben Sie, wer hatte da die Zügel in der Hand? Naja, da muss man schon vielleicht dazu sagen, unsere Anscheinsbefangenheit, die wir da geltend gemacht haben, ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es ist schon in der Tat seltsam und eines Rechtsstaates eigentlich unwürdig, dass eine Richterin hier den Vorsitz führt, deren Ehegatte prononcierter Sozialdemokrat ist, seinerzeit beim VSSDÖ war, dessen Sohn noch weiter links angesiedelt ist. Ja, es hat auch eine gewisse Berühmtheit, aber über den will ich mich jetzt da nicht weiter auslassen. Mhm. Mit den Bierwirten und so weiter gab es also auch diverse Geschichten. Dass die diesen Vorsitz hier führen kann. Er selbst wurde ja wegen seiner Tweets, der Satz am Bekannten mit dem im wesentlichen Inhalt seiner Ansicht nach gehört Grasser ins Gefängnis, disziplinarrechtlich verurteilt, hat sich dagegen gewehrt bis zum obersten Gerichtshof, hat dann dort eines der Senatsmitglieder dieses Senates, das entscheiden hatte, wegen Befangenheit angezeigt, beziehungsweise Befangenheit geltend gemacht. Dann hat, wie es richtig ist, ein anderer Senat darüber entschieden, dass dem nicht so ist, dass dieser Richter, der eine Richter, den er da gemeint hat, keineswegs befangen ist. Da hat er vorgebracht, er hätte irgendwie schlecht sich über ihn einmal geäußert. Auch dagegen ist er wieder zum obersten Gerichtshof gegangen und ist dann übergeblieben, ist am Ende, dass er gesagt hat, das ist alles ein Skandal und er lässt sich das nicht gefallen und wird noch zum EGMR, zum Menschengerichtshof gehen. Er wurde hier zu Unrecht disziplinarrechtlich verurteilt, immerhin zu einem Monatsgehalt Strafe. Das ist relativ viel. Normalerweise kriegen die Richter einen Verweis aber das, oder eine bedingte Geldstrafe. Das ist schon eine recht deutliche Strafe. Und dessen Frau entscheidet dann in unserem Fall als Vorsitzende eines Schöffensenates. Also wenn hier nicht der Anschein der Befangenheit gegeben ist, dann gibt es den nicht. Und das sage nicht nur ich, das haben auch viele andere Rechtsexperten schon gesagt. Und das wird also sehr spannend sein, ob das wirklich im Rechtsstaat Österreich möglich ist, eine derartige Konstellation. Und das Verfahren ist von Anfang an auf einer schiefen Ebene gelaufen. Die Richterin hat ja unverblümt im Urteil gesagt, die Beweislage war schon zu Beginn eigentlich ganz klar und erdrückend. Und daher fragt man sich, wozu haben wir dann 3 Jahre lang verhandelt, nur um die öffentliche Neugier zu befriedigen oder ich weiß nicht was. Oder den Anschein zu erwecken, dass das ein sehr rechtsstaatlich und objektiv geführtes Verfahren war. Gut, da kann sich jeder seinen Teil denken. Also irgendwo hätte man uns das ersparen können. Sie haben sicher auch schon mit Herrn Grasser telefoniert heute. Wie geht es ihm jetzt? Mehrfach mit ihm gesprochen. Naja, er ist unverändert, geschockt und erschüttert, weil er hätte das nie für möglich gehalten. Kommt nach Wien, erwartet einen Freispruch und zwar einen lupenreinen, wie ich es im Plädoyer auch beantragt habe. Also nicht einmal ein Zweifelsfreispruch, sondern da war einfach nichts. Und dann wieder zu 8 Jahren verurteilt. Also das ist schon ein schwerer Schock, den er da hinnehmen musste. Aber er ist zuversichtlich, er allein weiß ja, was wirklich war. Denn er war ja als Einziger dabei. Das ist ja immer so. Der Betroffene, sprich der Beschuldigte, der Angeklagte, kennt die Wahrheit als Einziger. Die anderen kennen es nicht, vor allem nicht das Gericht, das dann nachher versucht, die Wahrheit herauszufinden. Daher ist er relativ gelassen. Er weiß ja, dass er unschuldig ist. Und es ist nur die Frage jetzt, ob man das dann auch im Gerichtsverfahren so durchsetzen kann.
Was könnte ihm jetzt blühen? Man möchte natürlich einen Freispruch, das ist eh klar, aber wenn man jetzt auch realistisch vielleicht betrachtet, was könnte danach sein? Vielleicht 5 Jahre mit Fußfesseln oder wie kann man sich das vorstellen? Alles spekulativ, ja. Also deutliche Herabsetzung der Strafe natürlich. Und dann hängt es davon ab, wie hoch, wenn es wirklich so wäre und kein Freispruch herauskommt, dann tatsächlich wäre, also da gibt es viele. Aber über das will ich gar nicht jetzt noch spekulieren und auch mein Mandant nicht, denn wir sind nach wie vor felsenfest überzeugt, dass ein Freispruch herauskommen wird. Jetzt war das ja einer der sehr umstrittensten Fälle überhaupt in Österreich. Das hat sich ewig lang gezogen. Was sagen Sie dazu? Das ist ja nicht normal, oder? Nein, es ist nicht normal. Und das Originell, möchte ich fast sagen, ist, dass die Richterin gesagt hat, das ist kein überlanges Verfahren gewesen. Weil die Beschuldigten haben sich ja gewehrt und haben da so ihren Teil beigetragen, dass die Verzögerungen zustande kamen. Und auch die 3 Jahre Hauptverhandlung sind nicht überlang. Das ist natürlich absolut absurd. Das sage ich hier in aller Deutlichkeit. Wann, wenn nicht da, muss man von einem überlangen Verfahren sprechen? 11 Jahre lang, das ist also nach der eindeutigen Judikatur des Menschenrechtsgerichtshofs natürlich ein überlanges Verfahren. Und sollte das dann noch relevant sein, nachdem der oberste Gerichtshof bei uns entschieden hat, werden wir das natürlich auch geltend machen. Das hat mit einem fairen Verfahren im Sinne des Artikel 6 EMRK gar nichts zu tun. Das kann und darf nicht sein. Noch dazu, wie gesagt, wenn es eh klar war aus Sicht der Richterin von Anfang an, na dann brauchen wir überhaupt nicht weiter darüber nachdenken. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Bei Ihnen auch? Naja, man muss jetzt einmal, wir haben ja nicht einmal noch alle Protokolle, das muss man einmal vorstellen. Ne? Das Verfahren ist geschlossen, das letzte Protokoll, das wir haben, ist vom 3. August. Da waren dann noch einmal, glaube ich, 20 Verhandlungstage bis zum Schluss des Verfahrens. Da muss man jetzt viel Aktenstudium betreiben und sich alle Details anschauen, was natürlich sinnvoll, aber erst möglich ist, wenn man die schriftliche Urteilsausfertigung hat. Denn erst dann kann man ja nachlesen, worauf sie sich stützt, welche Beweise sie tatsächlich heranzieht. Und dann muss man das vergleichen mit dem Akteninhalt. Also das ist Knochenarbeit. Mühsam. Das glaub ich.